Und wieder da bei. Ja, jetzt vergesse ich gerade den Namen des Spiels. Wind Waker, genau. Ach, nachdem meine letzte Aufnahme ein bisschen übersteuert war, will ich das hier nun besser machen. Mal gucken, ob das funktioniert. Es geht auf jeden Fall erstmal weiter. Und ich habe mal nachgeguckt. Nein, ich kann meinen Namen nicht ändern. Warum hier Nacht ist, weiß ich auch nicht. Das Gute ist, er speichert schon mal. Das ist schon mal was ganz Gutes. So, hallo Link, hallo. Tetra, ich muss erstmal ein bisschen gemütlich hinsetzen. Oh ja, schön. So ist gut. So, erstmal da rein. Leiser. Mal gucken. Was finden wir denn hier? Hey, lass mich durch. Nicht so forsch. Das hier ist Captain Tetras Kajüte. Das geht doch nicht. Selbst wir dürfen dann nur alle Jubeljahre mal rein. Ja, es ist ja wohl klar, dass Fremde überhaupt keinen Zutritt haben. Tja, so ist das. Okay. Ja, guten Tag. Hey, Neuer, ich bin ab heute dein Obermatrose. Kapiert? Okay. Also hör auf das, was Nico dir sagt, und wir werden uns bestens verstehen. Also, als erstes machen wir mal den Aufnahmetest. Wie sich das für einen Neuen gehört. Kapiert? Was will er denn aufnehmen? Also, sieh mir genau zu, wie ich es mache, und schau dir tüchtig was ab. Kapiert? Nein. Zuerst betätigst du den Schalter hier. Stell dich einfach davor und drück nach oben, Analogstick nach oben, um auf den Schalter zu steigen. Kapiert? Okay. Die Plattformen fahren dann von unten rauf und du musst sie auf sie drauf springen. Ja. Dann musst du auf die Plattform vor dir springen, aber die ist ein bisschen weit weg. Was? So weit springen ist leider nicht drin. Aber es gibt natürlich einen Trick. Wenn du an das Seil springst, kannst du dich an ihm festhalten. Mit Hilfe von oben und unten kannst du schwingen, und während du A drückst, lässt du los. Na toll. Tutorial ist langweilig. Na, hast du alles kapiert? Dann machst du das einfach mal ein paar Mal, bis du bei der Tür zu dem Raum da hinten bist. Allerdings bleiben die Plattformen nicht ewig um, also musst du dich schon ein wenig beeilen. Kapiert? Kapitsche, kapitsche. Ja, warum er so schreit, keine Ahnung. Bis du es bis hierher schaffst, brauchst du mindestens ein Jahr Übung. Naja, ne? Naja, wenn du schneller schaffst, sollte ich dir wohl loben. Also, häng dich rein. Gut, dann schaffen wir das mal so eben in gefühlten 30 Minuten, weil ich habe das hier schon immer gehasst. Daran? Nein. Okay, dann hier rum. Halt die Klappe. Ja, okay. So. Er wollte mir wieder irgendwas beibringen, aber kein Bock. Ist er wieder rüber? Was? Was habe ich jetzt gemacht? Keine Ahnung, egal. Gut, das kann ein bisschen dauern. Warum ist der Schalter hier oben? Ach so, ja, dann gehen sie runter oder was? Dann. So. Dann gehen wir das mal ein bisschen ruhiger an. Also, jetzt daran. Warum? Warum gehe ich nach hinten? Verdammt. Okay, auch da. Ein Versuch habe ich ja noch. So. Gut. Jetzt darüber. Ich kann es schaffen, ich kann es schaffen. Oh mein Gott. Jetzt. Perfekt. Was? Du hast es so schnell geschafft? Ja, so bin ich. Punkt, 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 Punkt. Ich habe dich wohl unterschätzt. Aus dir wird vielleicht auch mal ein so guter Matrose, wie ich es bin. Okay. Ob ich ihm das wohl einfach so geben kann? Ach was, wird schon passen. Also,
Die Schatzkiste da drüben ist für dich. Kleine Anerkennung von einem Obermatrosen, Nico, sozusagen. Nico Bellek. Nimm dir den Schatzbesitzer schnell, bevor doch die anderen kommen. Okay. Mal gucken. Dort. Da, da, da. Ah. Diese Animation habe ich nochmal verbisst. So, wie sich der Link immer schön in die total tiefe Truhe hängt. Du hast die Beutetasche erhalten. Eine praktische Tasche, in der du hauptsächlich im Kampf eroberte Items verstauen kannst. Ich hatte auch schon meine Rubintasche. 8 Arten. Tasche XYZ, okay. Hey Max, wir sind bei der verwunschenen Bastion angekommen. Komm sofort rauf. Okay, dann gehen wir mal. Oh, Fässer. So, ich hoffe, dass da nichts Wertvolles drin ist. Oder besser, ich hoffe es doch, denn ein bisschen Rubine können ja nicht schaden, ne, Leute? Merkt keiner, dass ich hier eure Fässer kaputt mache. Scheiß drauf. La la la. Na, Nico? Wie steht's denn so mit deinen Fässern? Wenigstens ist hier kein Bier drin oder sowas. Sonst würden vor allen Dingen Zwerge ziemlich ausrasten. Nico ist nicht so gerade so der Größte, aber wir natürlich auch nicht. Und wie es bekannt ist, Zwerge trinken gern Bier. Gut, dann gehen wir mal hoch zu Captain Tetra. Tetrapack. Und. Moment, Fass. Okay. Erst das Fass nehmen, dann dagegen. Noch ein Rubin. 31, das ist eine gerade Zahl. Nein, irgendwie nicht. Jetzt aber. 32, das ist eine gerade Zahl. Ich hätte mir mal die Kehle ölen sollen, weil. Es wurde Nacht. Hey, Max, hier bin ich. Wie, jetzt in den Ausguck? Scheiße, Mami. Okay, hoch da. So. Jetzt müsste man sich von ganz oben nach runter fallen lassen. Na, so doof bin ich nicht. Was treibst du bloß so lange mit Nico? Ihr werdet doch nicht irgendwas um einen Schatz oder so gewettet haben, oder? Nein, überhaupt nicht. Aber wie auch immer. Sieh mal, da ist sie, die verwunschte Bastion. Die sieht sehr gut bewacht aus. Früher war das hier nur der Unterschlupf für eine Bande feindlicher Piraten. Aber jetzt scheint es daher wirklich gefährlich geworden zu sein. Sieh mal da. Da drüben. Das Fenster da. Kommen dir die Möwen irgendwie bekannt vor? Ich vermute aber stark, dass sie da oben deine Schwester gefangen halten. Die Bewachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Nein, nicht ehrlich. Die finden uns noch, bevor wir überhaupt einen Fuß an Land setzen. Wie stellen wir das wohl am schlauesten an? Sie kommt auf eine total beschissene Idee. Werdet ihr nicht merken. What the fuck? Diese Idee ist beschissen. Oh Gott. Macht doch nicht so einen Aufstand. Ein paar Opfer muss er halt bei solchen Unternehmen eben bringen. So ist es halt. Außerdem ist die Sache völlig ungefährlich. Wir machen das schließlich ständig. Also, alles bereit? Bereit. Lass ihn ordentlich durch die Luft tausen. Ich will ein Flug nach Vorschrift, denn ich freue mich gerade schon so auf die Mimiken. Mimik 1? Mimik 2? Mimik 3? Ich liebe diese Mimiken. In dem gesamten Spiel, das ist glaube ich das Zelda-Spiel oder überhaupt das Nintendo-Spiel mit den besten Mimiken und Gestiken einfach. Ja, super getroffen, Tetra. Dem Schwert sagen wir schon mal Ade. Und Platsch. Verwunschene Bastion. Yep. Whoop. Oh nein, dein Schwert. Tut mir leid, haben wir wohl etwas daneben gezielt. Nicht ehrlich. Du schaust auch dumm aus der Wäsche.
Der Stein, den ich dir vorhin heimlich zugesteckt habe. Das ist nicht einfach bloß irgendein Stein. Mit deiner Hilfe kann ich sehen, was du gerade so treibst. Na doll. Wie du siehst, können wir sogar kommunizieren. Also drücke, wenn dieser, den Knopf, wenn dann dieser so aussieht. Oh. Ich habe den Stein in dein Statusmenü getan, das du findest, wenn du Start drückst und mit Hilfe von L und R umschaltest. Woher kennst du die ganzen Knöpfe? Aber du gibst ihn mir schon brav wieder. Schön brav wieder. Sobald du deine Schwester gerettet hast. Also verliere ihn bloß nicht. Na gut, dann machen wir das mal. Ah. Was? Interessant. Okay. Nummer 1, möglichst nicht von den Scheinwerfern gesehen werden. Nummer 2, möglichst viele Rubine einsammeln. Okay. Ich kenne diesen Dungeon schon, das ist der einzige Dungeon, den ich wirklich durch und durch kenne. Ich kenne auch den zweiten, bis auf wo der Masterschlüssel ist, was immer mein Problem gewesen ist. Ja, Ratten, die würde ich am liebsten zu Brei schlagen. So. Hier kommen wir übrigens zu einem Raum mit noch mehr Mimiken und glaubt mir, diese Typen sind am genialsten. Mhm. Guckt euch mal ganz kurz deren Fressen an. Mal kurz hier weitergehen. So, man muss sich unter Fass verstecken, damit die einen nicht sehen. Jetzt guckt euch mal gleich diese Fresse an. Mehr Selbstzufriedenheit ist nicht möglich. Ja. Ja. Da steht plötzlich ein Fass, das stand eben noch nicht da. Scheiß drauf. Hallo. So, ich gehe mal zur Seite, damit er auch durch kann. Ansonsten würden wir ihn nur behindern. Dreh dich um, hau ab. Ich habe es noch nie geschafft, hier durchzukommen, ohne einmal entdeckt zu werden. Aber vielleicht ist ja in diesem Display der Zeitpunkt gekommen. Und ich habe es noch nie geschafft, hier überhaupt mal alles zu finden. Okay, hier ein paar Vasen. Hätte ich jetzt mein Schwert, würde es noch mehr Spaß machen. Okay, so killt man also. Was? Blau. Blauer Rubin. Genial. Und hier kann man sich verstecken. So. Hier durchgehen. Okay, es ging leichter, als ich dachte. Dann hier rein. Ach, ist es der Raum? Ja, das ist der Raum. Achtung, Laseraugenstatue. Ich habe hier auch so Schrott gelacht. Da, da, da. Gelber Rubin. Er ist so viel wert wie 10 Rubine. Ein Grund zum Feiern. Naja, ne? Immer bei den Betten bleiben. Sonst kriegt er in die Statue. Was? Übrigens, ich nehme mir gerade nicht so viel Zeit mit den ganzen Videos, weil ich bin gerade total in Skyrim vertieft und in das Buch Tribute von Panem 2. Ja. Beide Sachen, die ich gerne beenden würde. Oder besser gesagt, was heißt beenden? Tribute von Panem habe ich beendet und Skyrim bin ich jetzt Level 34. Mit 100 auf Magi. Also auf Zerstörung. Also von daher versuche ich jetzt mal Schmieden zu skillen. Jetzt versuche ich auch wieder ein bisschen mehr für meine Projekte zu tun, auf jeden Fall. Was ich mal machen müsste jetzt, in der nächsten Zeit, vielleicht mal die Videobeschreibung erneuern, weil jetzt habe ich weder Thumbnails, noch Videobeschreibung, noch Text, noch irgendwas verändert. Ah, da kann auch nichts Gutes bei rauskommen. Also, würde ich einfach mal sagen, muss ich das nochmal in Anspruch nehmen. So. Mal gucken. Hier rein. Bing, ding.